Die weihnachtliche Rundreise geht weiter und heute ist Homer Paetsen in Lissabon. Homer ging über den Praça do Comércio Richtung Wasser. Er drehte sich um und genoss den Anblick. Immer wieder faszinierte ihn diese Stadt. Vor über 500 Jahren war hier das Tor zur Welt gewesen. Er hatte schon so oft hier gestanden und sich vorgestellt, wie wohl vor langer Zeit die Schiffe anlegten, ein Gewimmel aus Menschen, ein Meer von fremdartigen Gerüchen. Obwohl es Mitte Dezember war, schien die Sonne in Lissabon und es war einfach großartig. Er hatte sich auch schon oft gefragt, wie die Menschen das Erdbeben mit den anschließenden Feuern erlebt haben mochten. Er konnte förmlich die zusammengefallenen Gebäude sehen, überall nur Steine, kleine Feuer hier und da, entsetzte Blicke aus beschmutzten Gesichtern. Ganz plötzlich zog es ihn in die Bairro Alto. Er ging am Elevador vorbei zum Park hoch. Von hier hatte man einen klasse Blick runter zum Rossio und rüber zum Castel de São Jorge. Homer setzte sich auf eine der Bänke und genoss die Wintersonne der portugiesischen Hauptstadt. »Marido, okay, tu tens«, hörte auf einmal eine aufgeregte Stimme neben sich. Eine Frau stand neben ihrem Mann, der vornübergebeugt, offensichtlich schwer nach Atem rang. Homer musste nicht mal aufstehen, um nachzusehen, was los war. »Precisa de ayuda«, bot er in perfektem Portugiesisch seine Hilfe an. Die Frau rasselte auf Portugiesisch los und man sah ihr an, dass sie sich wunderte, dass dieser große, offensichtlich nicht aus Portugal stammende Mann ihre Sprache sprach. »Mein Mann hat gerade etwas gegessen, und nun kriegt er keine Luft mehr. Ich habe ihm schon so oft gesagt, er soll nicht so schlingen.« Der röchelnde Portugiese hatte ein schmerzverzerrtes Gesicht, und Homer wusste sofort, was zu tun war. In Bruchteilen von Sekunden ging es dem fast schon blau angelaufenen Portugiesen viel besser. Seine Frau strahlte, und er war ganz verdattert. »Sie sind Arzt? Kann das sein? Was für ein Glück! Heute ist mein Glückstag! Obrigado! Muito obrigada!« Homer blickte den beiden hinterher. Dieser Dezember war wirklich gespickt von Unglücken und komischen Ereignissen. Unwillkürlich kam ihm Noetic Science in den Kopf. Der 21.12.2012. Homer lächelte in sich hinein. Ja, und die Frage kannst du wieder hier beantworten, e-vidia.de/Lissabon, einfach in die Adresszeile deines Browsers eingeben oder hier klicken. Und bis morgen, da geht es weiter.